Hallo Anna. Hey. Herzlich willkommen zu Dr. Montes 60. Geburtstag. Danke euch auch für die Einladung. Schön, dass du hier bist. Du bist ja eigentlich aus Armenien und Richtig. Bist vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen, eigentlich um Klavier zu studieren. Genau, ich habe Klavier studiert in Armenien, in Jerewan und eigentlich, ich wollte was anderes anfangen, auch schon Richtung so elektronische Musik und produzieren. Deshalb bin ich nach Hamburg gereist und so habe ich angefangen mein Masterstudium. Schön. Und wie bist du dann dazu gekommen, Techno zu machen? Also ich kann so sagen, als ich angefangen habe zu produzieren, so also langsam habe ich die Richtung gefunden für mich, wo ich mich wohlfühle und ich feiere die Musik auch total gerne. Und also wie gesagt, letzte, glaube ich, 2 Jahre habe ich nur Techno-Musik gespielt und produziert. Und ich glaube, das ist meine Richtung und ich werde auch dabei bleiben. Ja, schön. Und du arbeitest ja auch mit akustischen Elementen. Genau, also ich habe jahrelang Klavier gespielt und auf jeden Fall beim Produzieren. Es hilft viel und ich benutze auch Klavierklang sehr oft. Ja, also so kombinieren akustische Instrumente und diese Klang mit elektronischer Sound zusammen. Ja, richtig schön. Und hast du irgendeinen Tipp für zukünftige DJs oder Produzenten? Also ich bin auch nicht so lange dabei produzieren und das wichtigste Sachen ist einfach dabei zu bleiben, immer weitermachen, weil man braucht viel Erfahrung und das braucht immer Zeit. Auf jeden Fall, wenn man das mit Liebe macht und ja, 100% gibt, erreicht man auch alles. Und das ist einfach, man muss das einfach mit Liebe und voll 100% geben und dabei bleiben. Schön, danke dir.